So, wie steigen wir denn ein? Du sagst Moin und ich sag Hi. Bist du bereit? Ich bin bereit. Moin. Hi. Bei uns an der Flensburger Förde hat ja eine ganze Menge mit Wasser zu tun. Und was ist so bekanntlich auf dem Wasser unterwegs? Boote. Boote, ganz genau. Und die müssen natürlich auch irgendwo liegen. Und dafür haben wir an der Flensburger Förde jede Menge Häfen. Und jetzt hier schauen wir uns zuerst mal die Marina Sonnenweg an. Sonnenweg. Wo kommt das alles her jetzt? Es ist ein ehemaliger Marinestützpunkt und später wurden dann die Gebäude von der Marine umgebaut zu Wohnhäusern und auch Bürogebäude sind drin. Und in dem Atemzug wurde dann auch der Marinehafen umgebaut. Seglerhafen. Ja, zu dem, was er jetzt ist, ganz genau. Auch hier gibt es natürlich die Wasserhäuser. Natürlich auch super Restaurants. Wenn ja. du hier wohnst und hier deine Arbeit hast, brauchst du dich eigentlich gar nicht weg. Und wer es ein bisschen rustikaler mag, für den haben wir jetzt auch noch was. So, Hex, Hex, jetzt sind wir am historischen Hafen von Flensburg. Und hier sieht es einfach mal komplett anders aus. Ich finde, es ist sehr, sehr authentisch. Ja, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Ja. Eine deutsche, eine dänische, europäische und eine Nordschleswiger Fahne. Diese deutsch-dänische Geschichte hier, ne? Das ist ganz normal bei uns, ja. Wenn man von hier aus losgeht, dann kannst du um den ganzen Hafen rumgehen. Da sind diese ganzen maritimen Veranstaltungen auch. Auch durch die Parkplätze hier ist es eigentlich so ein schöner Sammelpunkt, um zu starten oder auch um so einen Ausflug in der Stadt enden zu lassen. Einheimische oder Touristen, die sitzen dann hier auf den Bänken und lassen noch mal Füße und Seele baumeln, essen ein Fischbrötchen, ja. trinken ein Bier. Das ist irgendwie Hafen. Das ist Hafen, das ist Flensburger Hafen. Ja. Und es scheint auch immer die Sonne. Nur manchmal ist sie hinter den Wolken. Wir sind jetzt schon in Sonnenweg gewesen, in dem Gastseglerhafen, wo alles ein bisschen schicker und ein bisschen eleganter ist. Und im historischen Hafen mit der Museumswerft und den Traditionsseglern. Wir wollen euch aber gerne noch mal eine Kombi aus beidem zeigen und das schauen wir uns jetzt mal an. Nachdem wir jetzt heute in Sonnenweg gewesen sind und am historischen Hafen in Flensburg, sitzen wir hier an dem kleinen, wirklich verträumten Hafen in Langballichau. Und es ist ganz wunderbar. Man kann sich hier seinen Fisch noch direkt vom Kutter kaufen. Die wunderschönen Segelboote, die Gastsegler, die hier liegen, das ist wirklich wie im Kino. Und dann gibt es dieses wunderbare Café-Flair. Und hier kann man dann sitzen beim Glas Rotwein und den Sonnenuntergang bewundern. Das waren nur drei von den vielen Häfen an der Flensburger Förde, die wir uns angeguckt haben. Wir machen jetzt Schluss und ich lade dich auf ein kühles Flens. Das klingt sehr gut. Gut.